der Bostadach begrüßen Sie es aus der Kirche von Hohstadt bei Niederrhein-Wien. Wie wir drauf und heute durch der Mass. Es singt die Choral Saint-Cécile Hohstadt, Dirigent aus den Jean Schumacher, Organist der Stefan Dornianou, Geist der Ruben Dornianou, und Flütist der Philipp Schneider. Wir hören als Entree Preludium et Fuga vom Nithauf. Duno sangen wir Sur Exit Christus von Thésée, Kyrie vom Radbar, Gloria aus der Paukenmesse vom Haydn, Exultate Justi vom Williams, Saint le Seigneur vom Berthier, Dona Nobis Pacem vom Haydn, Kirchensonate in F-Dur vom Mozart, und als Schlusslied Preis dem Todes, Laudate Dominum 451. Duigel spielt als Sorti Festnachspiel Lobe den Herren vom Weidenhagen. Masket gehalen vom Herr Nico Scherz, Pastor von der Pré, ewigst sie Saint-Esprit. Thank you.
Am Nom vom Papa, vom Jung und vom Heiligen Geist. Jesus Christus, hin, den als Haut wird berühren, durch sein Leben, die sogar viel mehr stärker ist wie den Tod, hin, den Obersternen, an der Gemeinschaft mit Gott, dem ganzen Schöpfer, aber mit dem Heiligen Geist, sieht man dich alle. Leif Leid, Leif Frenn, hei an der Kirche zu Höchstadt, an die Leif Leid, die da über die sozialen Medien mit uns verbunden sind. Besonders die Leif krank an Ela Leid, vielleicht auch schied für ihn Einzelnen, den Haut der Baustre nicht so richtig kann sich frieren, weil ein ganz lebe Mensch verloren hat. Denn das Baustre immer ganz ernst ist. Ja, wir dürfen zusammen, und das ist so wichtig, Ostern feiern. Und heute auf der ganzen Welt geht immer nicht dasselbe gesagt. Zurexit Dominus Veri. Der Herr ist wahrhaft auferstanden. Da muss man bis an ein Herz rutschen. So haben wir auch am Anfang von unserer Ostermass als neue Osterkerz raggedrohen an das Wasser gezahlt, für das Wasser zu sehnen. Die Osterkerz als Zeichen von Jesus Christus, der wirklich oberstanden ist, an unserem Leben, an unserem Alltag, da wo das vielleicht nicht so gut geht, wird präsent sein. Etwas eng von denen zing, Osterkerzen und unser Paar Saint-Esprit. Für mich bedeutet Ostern, dass wir zusammen als Gemeinschaft, als Kirche können ist und das Gut am Mensch leben. So oft leben wir nicht mehr. Und das ist eine schwere Zeit für Krieg. Nicht nebeneinander Ukraine, mehr auf der ganzen Welt. Es gibt so viele Plätze, wo Krieg ist. An einer Zeit, wo von Pandemie, wo man noch immer nicht so ganz los sind, von Naturkatastrophen als Umwelt, vergiss mal dabei, die so wichtig ist. Du weißt als Schuss an dieser Zeit, Jesus den Obersternen in neue Weh. Der Weh von der Leift, den viel mehr stärker ist, wie all Irrsinn, wie all Frechheit, sogar mich stärker wie den Tod. An einer ergreifenden Freskmusikal Jésus, der 2017 kommt zu Paris gesehen, als besonders ein Lied, das mich immer nicht berührt. Aimez-vous les uns les autres? Das ist am Anfang die Lösung von all unseren Problemen. Er hat gesungen, Le miracle c'est la vie, qui nous soigne, qui nous guérit, des blessures qui sont les nôtres. C'est le pouvoir d'être aimé, rien ne peut lui résister. Aimez-vous les uns les autres. Er geht le pouvoir d'être aimé. Den Herrgott, den er immens gern hört. So gern, dass er so weit gegangen ist, dass sein junger Jesus Christus für Reis aus dem Tod und Liebe gegangen ist. Und dass er noch eins, immer nichts, als er aus dem Tod auf dieser Welt und Liebe feiert. Also dürfen wir am Ostern einfach das Leben feiern. Das Licht vom Obersterne, die wirklich anders können, wenn wir zulassen. Und auch wenn so vieles nicht geht in unserer Welt, auch wenn den Tod, sind wir da realisch, steht für eine Insel von uns mit Angst vor seinem Tod. Nach Angst möcht, du geht dir dein Licht, die uns hielt, die mir weit geht. Und ich meine, du findest das doch wichtig, als Kirche von Lützeburg, aber auch als Paar Saint-Esprit, als immer nichts zu fragen,
Wie können wir konkret leben, das Leben vom Obersternen Eis, als jeder Mensch begeistert, hielt und inspiriert? Es scheint mir wichtig zu gehen, eine Gemeinschaft von Menschen, die zusammen sind. Nicht nur mehr fromm an der Kirche für zu bieten, mir auch ganz fromm da draußen am Alltag. Und dabei das Leben nicht zu vergessen, die wir geschenkt kriegen, die Kraft, die Gott uns Alltag schenkt. Und vielleicht können wir uns immer mehr fragen, Herrgott, wie können wir als Mattenmenschen Männer verurteilen? Wie können wir wirklich gut über sie schwätzen? Wie können wir als Verschiedenheit als Reichtum gesehen? Wie können wir Haut an diesem Moment oberstehen? Eine echte Erkenntnis könnte sie, weil ich kann nicht so und ich habe es schon oft allein probiert oder zusammen mit anderen. Allein an zusammen geht es nicht. Wir brauchen immer die Leute, die viel mehr groß ist vom Obersternen. Und ich meine, am Kirche darf man voll Vertrauen dem Herrgott eis Herz, eis Seel vertrauen, für das hin eis kann verwandeln. Prions vraiment maintenant dans le Kyrie que Dieu, qui est ressuscité dans son Fils unique, transforme notre âme, notre cœur profondément. Que Dieu, dans son amour, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Thank you.
Prions. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, par ton Fils unique, vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité. Tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, nous t'en prions, accorde-nous d'être renouvelés par ton Esprit, pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit avec toi l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Kolosse. Schwestern und Brüder, seid ihr nun mit Christus auferweckt, so strebt nach dem, was oben ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das, was oben ist, nicht auf das Irdische. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus unser Leben offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Wort des lebendigen Gottes. Halleluja! Unser Paschalamm ist geopfert, Christus. So lasst uns das Festmahl feiern im Herrn. Halleluja! Der Herr sei mit euch.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala früh morgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da schlief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Sie liefen beide zusammen, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben, an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der als erster an das Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte. Denn sie hatte noch nicht die Schrift verstanden, dass er von den Toten auferstehen müsse. Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, der andere dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Diese sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus da stehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria von Magdala kam zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Liebe Schwestern und Brüder, den argentinischen Psychiater Jorge Bucay schreibt, Kanner erzählt die Geschichten, für anzuschlafen. Erwachsenen erzählt die Geschichten, für das sie erwächen. So als doch mit der Ostergeschichte. Sie will das opriseln, erwägerig machen für das Leben, für das wir und Leben geleben. Durch die Botschaft erwächt eis mit erschläfrig Christen, am ich das fit für die Durchkraft vom Leben. Für langer Zeit sind ich mit einem asiatischen Mann an das Gespräch gekommen. Er wusste nicht viel vom Christentum, nur von einem Jesus. Aber er war ganz interessiert, er freut mich am Lauf von unserem Gespräch durch dem wichtigsten Fest von unserer Religion. Und ich habe ihm selbstverständlich geantwortet, Ostern, das Fest von der Auferstehung von Jesus. Hier konnte Thomas natürlich nicht aufhängen. Er wollte Geschichte von Ostern hören. Dann habe ich ihm genau das Ostergeschichte, die wir nur gerade hören haben, erzählt. Ich habe gespürt, nur gut nur gelauscht, als ich davon ergreifen gelassen. Wie ich fertig war mit erzählen, seht ihr, dass das eine ganz spannend und höch interessante Geschichte war, und sie hier stark beeindruckt und touchiert hat. Und du fragte mich, ob ich da leben gif, dass das Geschichte auch wahr wird. Ein pertinent froh. Sie riecht sich und sie dreht von Eis. Ja, ich glaube, dass die Jesus von den Toten auferstanden ist und noch dass er lebt. Ja, ich glaube fest daran, dass die Jesus Matzen inner deis ist und uns auf unserem Lebensweg zur Seite steht und begleitet. Ostern ist kein Geschwätz, kein Seechen, wie die Apostel und die Frauen in der Stellen, wie die ihnen davon berichten. Ostern ist eine Realität, eine Wahrheit, die bis heute die Welt verändert. Mit der Auferstehung von Jesus hat der Tod sein Macht über das Menschen verloren, weil der Jesus ihn besiegt und Schachmatt gesagt hat. Leben ist mehr stark für den Tod, weil Gottes Kraft ist weitaus mehr stark. Als Leben hat man im Ostergeschehen eine fundamental neue Qualität gekriegt und ist umso mehr lebenswert gehen. Dafür sollt Ostern eisen neid Selbstvertrauen schenken. Leif Leid, gerade für Kleinkanner ist das in deren Höhepunkt, was es Ostern sichern. Die wir verstoppt tun. Eher sicher, das macht unheimlich Spaß, und ich nach einer Erinnerung aus meiner Kantheit. Die Freude von den Römmen von Tod ist groß. Sicher, das bleibt aber auch über die Ostereier heraus ein echterliches Thema. Wenn Maria Magdalena den Leichnam von Jesus sieht, wird sie ausdrücklich von ihm gefragt: Was siehst du? Wir können das auch froh für einen Moment auf den Fong gehen. Wie ein Sichste. Nehmen den dödlichen Körper oder doch mehr wie das. Den sie sieht, ist ja schon lange da. Sie erkennt ihn nicht mehr, weil sie so fixiert war auf sein dödlichen Leib. Das deutet auf ein Grundproblem hin, wenn ihn etwas sieht. Wie genau weiß, was du vorne willst, die gesagt nicht, was alles schon greifbar nur ist. Ich will genau das an da tun. Da tun ich mir an den Kopf gesagt. Das schon, dieser Mantel, genau dieser Mensch. Wenn er so festgelöst ist, der schließt alles aus, was dir vielleicht noch viel mehr zufrieden, noch mehr glücklich machen kann, wie das, was er sich vor vier Jahren ausgemalt hat. Das ist ein Paradox vom Sichern, dass ich erst dann fange, von meinen Vorstellungen über Ziel nicht so festgelöst sind. Auch der kurze Abschnitt aus dem Kolosserbrief kreist im Dust Thema. Sicht nur dem, was am Himmel ist. Einer, der sagt, riech dich aus nur dem, was oben ist.
so wie in ein Land kreit immer mit einem Kompass ausrichten muss, für in allem, wenn einem die Orientierung nicht mehr klar ist. Was sehe ich also wirklich? Wo will ich hin? Wo sitze ich an meinem Leben Schwerpunkten? Aber auch, was hält mich unnützerweise Beschlag? Was könnte ich ruhig Männer wichtig holen? Genau das meint der Kolosserbrief von der 400 Ausrichtung, ob das irdisch warnt. Sich verzetteln, verheddern mit Sachen, die aktuell ganz wichtig schingen, ob Dauer aber wenig bedeuten, auf wenigstens nehmen beiläufig oder total überflüssig sind. Ihr seid mit Christus auferweckt, heißt es. Sing Oberstehung aus wie ein neuen Startschuss für uns all. Mit dem neuen Elan aus nicht unbedingt ein Dauerzustand. Der Kolosserbrief weiß im Mitgehen nur der echte Begeisterung. Er weiß, dass ein guter Start nach lang nicht bedeutet, dass er noch Dauer durchhalten wird, als schon gut nicht, dass er ein Keier um Ziel ankommt. Weil es weh als Christ, als wie den Theologe Romano Guardini sieht, nicht ein Weg, der vorgezeichnet läge, und wenn man ihn verließe, wäre Weglosigkeit. Es ist ein Weg, der sich von Gott her dem Menschen unter den Füßen erzeugt, aus jedem seiner Schritte heraus neu. Wir sind kein Roboter, die einmal programmiert, ihre Weh unbeirrbar aufspulen, bis den Akku eitel ist oder noch unüberwindbar Obstakel stehst. Man muss uns immer im Neu erstellen, ersichern, wohin es geht, wie wir in einer ganz konkreten Umständen als Christen leben können und müssen. Flexibilität als gefroht. Lieber Gott, Christus als Oberstern. Auf der Roter Platz zu Moskau leit Center 1924 an einem eigens für Hirn konstruierten Graf der frühere Leader von der kommunistischen Partei Lenin. Abalsamiert und so trätiert, dass er in den Haut nach gucken kann. Und immer nach seinen Doktoren und Wissenschaftlern damit beschäftigt, diesen Mumienzustand zu erhalten. Den Dodischen bleibt. Aber wohl bemerkt, dass der Zustand von einem Dodischen, der konserviert wird. Irgendwie ist es grotesk. Den Dodischen bleibt, mit seinen Ideen, der Kommunismus, wo weltweit die Unziehungskraft, die Attraktivität und Lebendigkeit verlor. Immerhin geht es durch die Stimmen, die den Dodischen Willen der Erde übergehen, als ein Mausoleum zumachen. Wie ähnlich klingt dort die Geschichte vom Christentum? Graf von Christus, an dem gerade so ein abbalsamierter Leichnam luch, als Zinter 2000 Jahre eidel. Die Jünger haben das gesehen, als sie hier gelebt. Hier lebt, als in Idee leben. Hier nass Oberstern, als in Sach geht weiter. Der Papa im Himmel hat zu seinem Jungen gehalten und hier nicht am Plan gelos. Doran leid doch für Eist Hoffnung, zu guter Letzt ebenfalls nicht am Plan gelos zu gehen, mehr bei Gott Halt zu fangen, auch über den Tod heraus. Doch wir brauchen wir kein Dödisch mehr zu balsamieren, für das zu bleiben. Mehr, wir gucken nur dem Ewigen, an nur dem, was wirklich nur bleibt, ein Leben an Gott. Christus als Oberstern, da das lebt mit Christen nicht fest von einem Lehrsatz oder Dogma, auch wenn wir ihn am Credo so absuchen, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Weil bekennen, Christus als Oberstern bleibt uninteressant, ein eitel Formel, ein Floskel, wenn nicht umgangssprachlich ausgedrückt, kein Hannert dem Ulven nach vier lackelt. Mir genieht er das gemengt, die warm, gemütlich Platz Hannert dem Ulven verlassen, an der Bewegung kommen. Das geschieht Ostern mit allen Jüngerinnen und Jüngern. Sie kommen tatsächlich an Bewegung, gehen dynamisiert und machen sich ob sich nur diesem Jesus. Durch sein Tod war hier gewissermaßen dieser Welt entzogen, für lo oben neiz an hier unzukommen,
wann auch ähnlich wie vier drin. Lief Brüder, Schwestern, vielleicht müssen wir auch eins neu und unsere Kinder orientieren und von hinten lehren. Weil die Rennen lassen, wenn Töchter ihr Gesicht gehen sollen, egal was sie vier drin gemacht oder gespielt haben. Sichern, dass das für sie ein spannende Sache, die sie in Bewegung bringt. Geh noch mir als sichern, nun liebe Gott nie ab. Da geht Ostern wirklich fest. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, zum Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Jesus ist nicht tot, er lebt, und er weiß sich seine Freunde, die niedergeschlagen waren, für sie abzurichten. Auch wir brauchen das beliebend Kraft, für mit dem, was uns niederdrückt, überhaupt eins zu gehen. Wie Maria von Magdala wollen wir verwandelt und gestärkt aus dieser Begegnung mit dem Obersternen an den Alltag gehen, an Eisen Alltag. Herr Gott, zu dir wollen wir lobieren, für all die Menschen, die offen sind, für den Herrgott sein gut nurig zu hören. Stärk sie, für den Obersternen treu zu bleiben, auch wenn es mal schwer fällt oder sie nur die Lade durchhören. Herr Gott, hör uns. Auferstehung mengt auch die kleinen Wunder an unserem Leben. Hölle weiß, es anzusetzen mit unseren Talenten und Fähigkeiten, die mir Geschenke tun. Für das andere Menschen von diesem Reichtum abgerichtet gehen, an Momenten, wo sie vielleicht kein Selbstvertrauen mehr haben. Herr Gott, hör uns. Für all die Menschen, die im Moment verzweifelt sind, durch Krieg und Gewalt, auf so viele Plätzen auf dieser Welt. Lass sie den Präsenz spüren, wenn wir es für sie ersetzen. Feier es all an die Liebe durch den Guttät und Barmherzigkeit. Herr Gott, hör uns. Nous écoutons la parole de Dieu qui nous est adressée à nouveau aujourd'hui. Elle nous dit que nous sommes tous enfants de Dieu. Prions pour que l'Église sur le chemin synodal unie avec notre pape François, notre évêque Jean-Claude et tous les évêques soit toujours davantage témoin du ressuscité au cœur du monde. Herr Gott, hör uns. Für diejenigen, die krank sind, und auch für die, die sie umsorgen, dass sie an mir die Hoffnung nicht verlieren, dass wir mit Maria Magdalena vertrauen, dass dem Herrgott sein Leben mehr stark ist wie den Tod. Herrgott, hör uns. Herr Jesus Christus, du bist als obersternend Licht für die Blam, Kraft für die Schwach und der Weh für jeden Mensch. Wir lieben dich dafür, also und dir merci, hallo, an alle Zeit von unserem Leben. Thank you.
Dans l'exultation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture. Par le Christ, notre Seigneur, qui avec toi l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, immer und überall zu danken, diesen Tag aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod für immer vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt heute der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus, le Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Macht es Kurven hellisch durch dein Geist, erlosse für Eis zum Leib und zum Blut gehen von dem Jung, also Herr Jesus Christus. Weil den Ovent, wo he verrode guf, wenn als freie Stöcker den Tod ob sich geholt hat, dort ist das Brot, das in Hand, he sie den Dank gebiert, he brüscht Brot. He redet all seine Freund, an he seht dabei, holt an ihr alle gut auf, das ist mein Leib, ich gebe ihn für euch alle. Nun müssen wir noch die Kirche, die um ihn Dank gebiert. Rieche Kirche, alle seine Freunde, an ihr seht dabei. Holt und drängt alle gut raus, das heißt Kirche mit meinem Blut. Blut vom neuen und ewigen Bund, welches für euch und ich viel Ahnung, für das Sinne verziehen, macht es als mein Undenken.
Geheimnis vom Glaube. Dein Tod, Herr, verkündige mir, dein Oberstuhl feiere mir, bis du kannst an Herrlichkeit. So feiere mir, heilige Papst, und denke von dem jungen Jesus, hin, die für uns gestorben an Obersternen ist, an so offen mit dem Brot vom Leben, an die Kirche von unserer Erlösung. Wir sind dankbar, und wir sollen dir merci, weil du seist berufen, für uns dir zu stehen, an dir, an unsere Mitmenschen zu denken. Wir bieten dich. Lass uns immer mehr teilhüllen, um Leben und Blut von Jesus Christus, für das wir ihn gehen durch den Heiligen Geist. Denk um den Kirch aus der Welt, und lass dein Volk füreinander leben. Zusammen mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude, dem Weihbischof Leo, mit den Geistlichen, an allen, die am Ding stehen von der Kirche. Denk an alle Brüder und Schwestern, die von uns gegangen sind, an der Hoffnung, dass sie oberstehen. An und all die anderen, die an Dinger Gnot gestorben sind, hol sie ob bei dich an dein Licht. Papa, Bam, du deis aller Schengeist, sagt das ewig Leben, zusammen mit Maria, der heilige Gottesmann, als er trägt ihn am Lied. Mit dem heiligen Josef, ihrem Mann, mit den Aposteln, all denen, die Gnot von Tobadiert in der Welt besteht. Auch besonders Maria Magdalena, die erst, die die Jünger die frohe Botschaft überliefert hat. Martinen all, sie schlöven an ihrem durch den jungen Jesus Christus. Durch ihn am Atiman an ihm, dir allmächtige Pap, an der Einheit vom Heiligen Geist, all Herrlichkeit an Eja, Elo an Emma an Eves. Amen. Wir sind so, wie wir sind, das ist einfach Tatsache. Also, wie wir sind, vergessen wir ganz oft, dass man kann auch von Gott sein. Dass Gott selber in unserem Herzen, in unserer Seele ist. Und so will man zusammen, eh mit dem anderen, und eh für den anderen, wir sind verbunden mit so vielen Menschen auf dieser ganzen Welt. Will man das machen? Eise Pap am Himmel, dein Name sei geheiligt, dein Reich soll kommen. Dein Wille soll geschehen, wie am Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute dein tägliches Brot, verzeih uns als Schuld, wie wir auch denen verzeihen, die an unserer Schuld sind. Führe uns nicht an Versuchung, wir machen uns frei von Wesen. Dein ist Reich und Wurst und Herrlichkeit für immer und ewig. Nous prions toujours et ne nous laisse pas entrer en tentation. Ça signifie tout simplement que Dieu veut pour nous la vie, une vie pleine où l'amour est possible. Mais nous pouvons dire aussi tout à notre Jésus, à ce Jésus qui est vraiment ressuscité. Nous pouvons lui dire, Seigneur Jésus, ne regarde pas tous ces moments où nous sommes séparés de toi, de nos amis et de nous-mêmes, mais aussi de toute la création. Et donne-nous plutôt cette paix dont le monde aujourd'hui a tellement besoin. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Also können wir auch jeden Mann also in Zeichen, wir machen nicht mehr nach Zeichen, wir sind noch immer ein bisschen an der Zeit, jeden Mann in Zeichen von diesem Frieden, von dieser Fried von Ostern weiter schenken. Oh.
Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et vous êtes Jésus. An endlich also an einem Leben am Alltag austremäßlich. Weil Ding läuft, als immer viel mehr stark. Thank you.
Du sag mal, voll Vertrauen wir denn, Herrgott, du hast das große Geheimnis von deiner Auferstehung geschenkt, besonders, dass der junge Jesus Christus wirklich auferstanden ist. Er ist nicht tot, er ist ganz liebig. Er glaubt doch, ob diesem Ostern 2022 und neist Herz un, für das mir glauben, vertrauen. Helle weiß, als Singer lief zu bleiben, an so zu leben, dass mir wirklich nur diesem Leben ganz als Singer lief geborgen sind. Darum spielt man dich durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Also ist Gott selber, den uns begleitet, mit seiner großen Leift, mit seinem Segen, der Pap und der Jung und den Heiligen Geist. Amen. Geht er bleibt am Herrgott, seiner Leift, mit seinem großen Frieden und der Fried von Ostern.
Wir haben durch der Mass gefeiert mit der christlichen Gemeinschaft zu Hohestadt. Den nächsten Sonntag weißen Osterdach über die Mass von Ursbild. Ob doch an dem Katholpunkt der Lut zur gewinnter Zeit. Mehr abgepasst RTL 2 schon im halber Elf. Im halber Elf auf RTL 2. Lo im Zwielewauer überdreht den Doc der Papst Segen Urbi et Orbi von Rom mit Lützeburger Kommentar. Ich alle guten Frau gesehen den Osteren und damit schalten wir zurück an den Studio.